So, das war jetzt mal eine kurze Aufnahmepause. Jetzt geht's weiter. Okay, jetzt bei den Dingern ist ja eigentlich völlig egal, wo die hinkommen. Ich lasse das Teil wieder hier landen. So, Methanteil gleich wieder raus, damit es sich füllt. Und der gute Kollege hier holt das Teil auch schon wieder ab. Den Rest. Also jetzt können wir auf jeden Fall, genau, jetzt können wir auf jeden Fall starten. Ich mach mal Refuel. Ja, perfekt. Okay, Wasser haben wir trotzdem immer noch genug, das ist wichtig. Und wir schießen den Vogel hier endlich mal wieder weg. So, das ist jetzt extrem wichtig. Hier sind 6 Betten drin, das heißt, wir könnten theoretisch 6 Personen... Mann, ey. 6 Personen hier herholen. Wo ist denn mein Typ? Ach, da. So, reparier das hier mal, Kollege. Okay, und das Teil sollten wir natürlich auch eigentlich abschießen, aber gut. So, bleib mal hier. Haben wir jetzt hier noch was drin? Nee, hier ist nichts mehr und er hat noch ein... Er hat noch eine Box drauf, wa? Ah nee, 0 Boxen. Ach nee, das hier hinten ist seine Bedieneinheit oder sowas, wa? Okay, können wir jetzt hier noch irgendwas Schönes anschließen? Was können wir da noch machen? Ja gut, noch so ein Habitat ist jetzt, glaube ich, nicht das, was wir machen sollten. Aber wir können hier halt noch so ein Ding anschließen, oder? Ach so, oder gleich ein Vierer. Vielleicht auch gleich ein Vierer, ne? So. Okay, und jetzt müssen wir eigentlich warten hier. Na gut, sind auch nur noch 60, 70 Tage. Die gehen ja wirklich extrem schnell vorbei. Ich frage mich, was hier passiert, wenn wir das... Ich klicke mal raus. Ah, okay. Das wird dann nicht mehr produzieren, sondern das Food Limit wird dann um 400 erhöht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzige Food Limit ist. Wo kann ich denn das einsehen? Food Limit. Steht nirgendwo. Nö. Tja. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Gut. Na dann lauf mal wieder hoch. Okay, jetzt haben wir noch ein so ein Ding. Also so richtig irgendwas bauen können wir jetzt nicht. Denke ich mal. Okay, was hat der hier? Ah, der hat auf jeden Fall noch Eis gefunden. Ist die Frage. Ich weiß nicht, wie das mit dem Eis funktioniert. Ich weiß es einfach nicht. Es wäre so schön. 0,7 Liter macht jedes Teil davon. Das heißt, wir müssten ja eigentlich jetzt langfristig mehr Wasser bekommen, oder? 48 Liter. Ich guck mal ganz kurz. Das Recycling Center braucht 2. Und auch noch 2 Energie. Na gut, Energie haben wir genug, aber 2 von den Storage-Dingern haben wir nicht. Aha. 0,7. Jetzt haben wir 48. Jetzt muss ich da direkt mal dabei so ein Stück weit zugucken. Okay, hier sind ja schon 2, da können wir sowieso nichts mehr mitmachen. Und Methan haben wir jetzt ja auch eigentlich eine ganz vernünftige Versorgung. Aber den müssen wir jetzt auf jeden Fall hier, dem müssen wir eine neue Route zuweisen. So, hier wieder so ein bisschen so eine leicht chaotische Route. Oh, diesmal kommt er aber weit. Wie kommt denn das jetzt? Wie kommt das, dass der da so weit kommt? Ah, jetzt ist es vorbei, okay. 48, es bleibt bei 48, oder? Hat es das jetzt wieder runtergegangen hier? Nee, 0,7 Liter. Theoretisch 0,7 Liter.
müsste das doch hier eigentlich ansteigen, aber tut's nicht. Es bleibt bei 48 Liter Wasser. So, wir brauchen gleich definitiv einiges an Essen und Wasser nochmal, ne? Okay, und Wasser, wie machen wir das am besten? Ah, okay, hier, der hier ist direkt im Eis quasi drin, hat 0,7. Der hier ist außerhalb des Eises, hat auch 0,7. Vielleicht muss auch dieses Teil hier im Eis stehen. Flow, Flow? Ich probiere gleich mal hier direkt eins drauf zu bauen. Da reicht jetzt aber leider mein Dings nicht. So, wir schießen ab. Jetzt kann man eine große Rakete nehmen. So, perfekt. Eine große Rakete. Und jetzt geht's los hier. Also, wir brauchen erstmal zwei... Oh, vier Kolonisten kann ich nur mit einem Mal mitnehmen. Okay, vier Kolonisten bitte. Gut. Ja, super. Vier Stück. Die wiegen dann gleich 280 Kilo. Naja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Der Mineralextraktor. Okay, aber erstmal brauchen wir den jetzt nicht. Erstmal müssen wir so klarkommen. Einen zweiten Astronaut, das brauchen wir eigentlich alles erstmal noch nicht. Wir brauchen... Wie viel verbrauchen die nochmal? Ach ja. Okay, die brauchen 1 Kilo Futter und 1 Kilo Wasser. Pro Tag. Ja, Colonists. Also jeder, das heißt, wenn ich jetzt 4 mitnehme, brauchen die 4 Kilo und 4 Liter Wasser. Ich nehme es mal an. Gut, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ich nehme einfach das Ganze mit, so viel ich kann. Beziehungsweise... Machen wir es mal so. Okay. Ach, halt! Oh, ein... Ah, nein, verdammt! Ich kann so einen mistigen Extraktor nicht mitnehmen. Ach so, verdammt, die gehen nicht für größere. Ah, ist das blöd. Ja gut, auf jeden Fall. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid. Dann hätte ich das also auch gar nicht anders machen können, als ich eben gemacht habe. Okay, die Kolonisten werden ausgeladen. Ah ja, da laufen sie auch rein, jetzt verstehe ich. Da sind 6 Betten drin und Hallöchen. Kriege ich jetzt hier irgendwas? Nö. 5 von 10. Und die ist immer noch zu niedrig. Mann, ist das nervig. Okay, also du musst jetzt erstmal was tun. Wir brauchen jetzt erstmal mehr Wasser. Und dafür bitte... Bitte baue hier einen Kryotank, einen Wasserkryotank. Und zwar genau auf den Dingern. Also jetzt erwarte ich aber hier schon ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Was ist mit unserem Rover? Ist der noch am Fahren? Ja, der ist noch am Fahren. Hier ist auch Wasser, okay. Am Methan hat er auf jeden Fall seitdem nicht mehr gefunden. Ist natürlich auch nicht so schön. Aber das Schöne ist, dass ich gleich wieder wirklich genug Methan habe, um das abzuschießen, aber leider nicht genug Wasser. Das heißt, Wasser ist jetzt erstmal, hat erstmal oberste Priorität. Beziehungsweise ich habe zwar gerade genug Wasser. Oh mein Gott, geht das Essen schnell runter. Oh Mann. Aber das Teil hier produziert doch Essen, oder? Ja, aber das... Also es sind dann tatsächlich... Ne, es sind 4 pro Tag. Ja, ja, klar. 4 pro Tag. 4 pro Tag, also jeder Kolonist braucht das. Ach man, Junge, jetzt latscht doch mal ein paar Meter, ey. Lauf. Ach, das ist schon wieder voll. Na dann, auf Wiedersehen. Ja, das Teil hier hätte ich auf jeden Fall... Verdammt. Huch. Okay, weg ist er. So. Ah, verdammt, ich hätte es direkt draufbauen müssen. 6 Liter pro Tag kommen da jetzt raus, ey.
Jetzt habe ich, dürfte ich überhaupt kein Wasserproblem mehr haben. Na so. Okay, dann muss ich jetzt ganz, ganz flott hier mal so ein Teile bauen. Warte mal, hier. Greenhouse brauche ich. Moment, aber eigentlich will ich das lieber ein weiter unten bauen, weil hier kann ich ja noch nach rechts dann bauen. Nee, halt Escape und Build. Hier, so ein Ding. Und da baue ich jetzt zwei, die in die Richtung gehen. Der kleine Watschelpeter hier. Komm, Watschelpeter, mach mal ein paar Meter. So, du kannst schon mal wieder zurückkommen. 83 Kilo. Ey, beeil dich, Junge. Ah, das wird gar nicht reichen. Irgendwer wird jetzt hier gleich krepieren. Ja, dann, ich muss auch hier unten weiterbauen, fällt mir gerade auf. Hier, da, komm, los, lauf. So, du kannst hier schon mal was. Ach nee, das kann ich ja gar nicht automatisch machen. Ach verdammt, jetzt habe ich das natürlich abgebrochen. So, da baust du jetzt mal das Ding hin. Nein, 39 Kilo, ich werde es nicht mehr schaffen. Und Greenhouse. Vor allem eins reicht ja auch gar nicht. Ein Greenhouse reicht ja gar nicht, sind ja 2 Kilo. Ey, bitte lass jetzt nicht meinen Astronauten sterben, dann sollen die anderen krepieren. Ich hoffe, also das wird da jetzt hoffentlich automatisch so eingebaut sein, dass nicht mein Astronaut stirbt, oder? Oder sterben einfach alle? Also alle fände ich auch sowas von schwachsinnig. Huch. Minus 4. Kam jetzt irgendwas? Nee. Ach, verdammt, ich muss ja noch hier aufmachen natürlich. So, so. Okay, jetzt wird hier auf jeden Fall schon mal mit Sauerstoff versorgt. Minus 4. Okay, ein Kolonist ist gestorben. Jetzt habe ich nur noch minus 3, sehr gut. Oh ja, ich sollte auf jeden Fall mal die Dinger hier. Ein zweiter ist gestorben. Ein dritter ist gestorben. Jetzt habe ich noch minus 1. Minus 1 kann doch aber gar... Ach so, Low Oxygen. Verstehe, verstehe. Ja, irgendwo muss ich hier noch Teile dran bauen. Hier, wenn ich hier noch zwei Dinger ranbaue. Oder ich baue den halt in die andere Richtung noch zwei. Weil ich brauche hier auf... Ach, oder ich... Nee, ich könnte auch hier einfach noch so ein Sauerstoffding bauen, glaube ich. Also da habe ich irgendwie ein Level von 0. Ach so, weil es noch... Mann, ey, nicht dein Ernst jetzt. Hä, wie kann denn das sein? Wie kann denn er jetzt gestorben sein? Ich mache doch zwei... Ey, das war schwachsinnig. Das war jetzt ein Bug. Das nervt doch. Wie kann das denn sein, dass er jetzt gestorben ist? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Für ihn werden noch 2 Kilo produziert, die ganze Zeit. Mann, ist das nervig, ey. Kann ich den hier schon abschießen? Den kann ich abschießen. Hau ab. Dann kann ich jetzt wieder eine große Rakete mitnehmen. Ich warte mal kurz, bis der abgehoben ist. Gut. Aber ich nehme jetzt bei der ersten Rakete auf jeden Fall nicht wieder Kolonist. Kann ich auch gar nicht. Ach doch. So. Nehme ich jetzt auf jeden Fall keine Kolonisten mit. Sondern jetzt erstmal alles wieder vernünftig auffüllen. Also ich brauche ja auf jeden Fall einen Astronauten. Und ich brauche... Ich könnte irgendwas hiervon natürlich jetzt mitnehmen, aber mache ich jetzt erstmal nicht. Oder nehme ich doch wieder Kolonisten mit? Ja doch, ich nehme Kolonisten mit. So, Wasser muss ich nicht mitnehmen, weil Wasser produziere ich mehr als sie verbrauchen. Ach so, na gut, 20 Wasser kann ich ja trotzdem mitnehmen. Gut. So, jetzt habe ich 400 Kilo Essen dabei und die produzieren jetzt zwei mehr. Also diesmal soll ich es auf jeden Fall schaffen.